Einer der größten politischen Erfolge der Freien Wähler im Landtag war das Volksbegehren gegen die Studiengebühren. Der Abgeordnete Professor Michael Piazzolo hatte sich mit seinem Antrag beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof durchgesetzt. Und die Studiengebühren wurden dann sogar mit CSU-Mehrheit abgeschafft. Der Erfolg beflügelt. Jetzt plant man ein weiteres Begehren. Wir haben festgestellt, dass im G8 so viel Druck ist, dass man gar keine Zeit hat, wirklich den Stoff zu verarbeiten. Und deshalb wollen wir das G9, damit die Schüler wirklich die Möglichkeit haben, auch in Ruhe zu lernen und das, was sie lernen, auch zu begreifen. Mit Luftballons gegen den Schulstress. Bayerische Eltern beklagen ein zu dichtes Lernpensum am Gymnasium. Trotz Nachhilfe kaum zu schaffen. Während der Schulzeit ist eigentlich nur Schule angesagt. Es ist kaum Zeit für Freizeit. So ist es bei uns. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr für meine Freizeit. Ich kann keine Hobbys mehr nachgehen. Ich kann mich nicht mehr mit Freunden treffen. Ich muss jeden Tag lernen. Und also ich empfinde es als zu viel. 25.000 Unterschriften sind in Stufe 1 notwendig. Es gibt dazu eine eigene Homepage und öffentliche Veranstaltungen in Städten und Gemeinden. Die Veranstalter zeigen sich optimistisch. Ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Volksbegehren durchbekommen werden, denn es gibt mehrere Umfragen, die zeigen, dass zwischen 70% und 80% die Wahlmöglichkeit begrüßen. Also der Rückhalt, den wir aus der Bevölkerung erfahren, ist sehr, sehr groß. Die Initiatoren hoffen darauf, in wenigen Monaten die erforderlichen Unterschriften gesammelt zu haben. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.